no wish to grant. I wish for nothing but a happy end. But if there was a wish that could come true, I'd wish for cookies. I'd wish to fly. I'd wish to have a second sight and to open my third eye. But if there was just one wish to come true, it'd be. There's just one wish that will fulfill. I'd wish for terror. I'd wish for war. Wish for 10 plagues to haunt the weak and poor. As long as this one wish in fact came true. Schön, dass ihr alle hier seid. Mein Name ist Christoph Michel, Geschäftsführer der IGCSD und schon sind 365 Tage wieder vorbei. Ja, so lange haben wir nämlich dafür gearbeitet, dass der heutige Abend stattfindet und das ganze Festival, der Christopher Street Day in Stuttgart stattfindet. Schön, dass Sie bei dieser glamourösen Reise heute Abend dabei sind, in die heiße Phase unseres CSDs. Jetzt ist es nicht mehr lang, dann zieht die Parade, dann beginnt das Straßenfest in Stuttgart und jede Menge haben wir gemeinsam mit euch, mit Ihnen vor. Aber wenn wir so ein großes Kulturfestival starten mit 200.000 Menschen am Straßenrand allein bei der Parade, dann braucht es auch eine würdige Eröffnung. 1, 2, 3... Der CSD 2018 unter dem Motto Expedition Bies feierlich eröffnet. Vielen herzlichen Dank, Rölfle aus Kudeni. Hallo! Da hatte ich grad noch das hilflose Kind, das mit den Füßen scharrte. Die anderen waren für meine Träume noch blind. Sie sagten, sei still und warte. Für mich gab's kein Zurück. Und das war mein Glück. Es brachte mich hierhin und heute macht es Sinn. Alles gut so. Heute wollen wir viel erleben. Heute wollen wir alles geben. Heute steh ich so gerne hier. To be all worth thinking. What's your problem now? Don't you think you have enough? So try to open up your heart and think. Shout, sing it to the world. Dazugehören. Dir helfen wir, diesen Weg zu ebnen.
Und da es ein Bild ist, das nicht statisch ist, sondern das sich immer weiterentwickelt, muss auch der CSD jedes Jahr neu gefeiert werden. Als Signal in die Community rein und auch als Signal in die Gesellschaft rein. Dass hier ein bunter, schillernder, lebhafter Haufen ist, der Teil des Ganzen sein will und der das Bild erst vervollständigt. Und deswegen möchte ich nur eine kurze Rede halten und möchte mit dem Zitat von Nelson Mandela enden, der gesagt hat, wer frei sein will, für den, der frei sein will, reicht es nicht, sich von seinen eigenen Fesseln zu entledigen. Er muss so leben, dass er die Freiheit des anderen respektiert und fördert. Und als eine solche Community verstehe ich den CSD. Wir leben in Freiheit, wir wollen Freiheit, wir beschneiden die Freiheit der anderen nicht, wir reichen ihnen die Hand und wir machen so eine starke Gesellschaft. Lassen Sie uns die Expedition Wir feiern, lassen Sie uns den CSD feiern. Diese kleinen Hände sind heute zum letzten Mal mit Mehl in Berührung gekommen. Ich werde niemals mehr wieder kochen. Albert, du wirst mich... Hör doch endlich auf. Albert, du wirst mich und den Club... doch ruinieren mit einer zu Spätkommerei. Los, komm, zieh dich an. Wo warst du heute Nachmittag? Was soll das denn jetzt? Ich habe ein fantastisches Essen gekocht. Er hat gesagt, er wäre zu Hause. Er war es nicht. Ich könnte genauso gut mit seiner Mutter reden. Ich habe ein Hühnchen gerupft. Es mit Pistazien und Naturreis gefüllt. Es mit Trüffeln gespickt. Und er glänzt durch Abwesenheit. Der Hund, da unten sitzen über 250 Gäste. Und der steht da und redet über das Mittagessen. Also. Es ist nicht das Hühnchen, George. Es ist der Gedanke hinter dem Hühnchen. Bitte? Der Gedanke hinter dem was? Mhm. Der Gedanke hinter dem Hühnchen. Hast du eigentlich nichts zu tun? Jede Menge. Dann tu es! Ah! Schau meine Zofe nicht so an. Ach, das ist keine Zofe, das ist ein Butler. Hm. Butler. Jetzt frage ich dich. Hm? Butler! Zofe. Ich werde noch wahnsinnig. Was soll das denn jetzt? Würdest du bitte meine Fußkettchen? Das kannst du auch selber tun. Ha! Jetzt ist es also raus. Die Katze ist aus dem Sack. Früher, da hast du es geliebt, Kettchen um meine Knöchel zu legen. Ich musste es nicht tun. George, läuft es nach 20 Jahren darauf hinaus? Dann liegt man wieder mit tränenden Augen still. Was war nur passiert? First I was afraid, I was petrified, kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you got me wrong, and I grew strong, and I learned how to carry on. Die Zunge tastet vorsichtig im eigenen Mund herum, der sich anfühlt, als wäre er mit frischem Hamsterfell ausgekleidet. Das ist nicht gut. Man überlegt unglücklich, warum die Sonne so gemein sein muss, fragt sich, ob der Hamster ohne Fell jetzt friert und wie man verdammt nochmal in diese Situation gekommen war. Mittlerweile haben sich einzelne Gehirnzellen aus der mächtigen Cocktailwelle, die mit lautem Brüllen durchs Gehirn schwappt, gerettet. Und Teile der eigenen Biografie kehren reumütig in der Reihenfolge Mensch, Frau, Lesbe, Single ins Bewusstsein zurück. Das ist interessant. Nur die Erinnerung an den gestrigen Abend bleibt am Grunde eines trüben Tümpels im Frontallappen liegen. Man sinkt kurzwillig zurück in einen Dämmerzustand und dreht sich am Rande leichter Übelkeit zusammen mit der Erde um die grelle, böse Sonne. Und dann bewegt sich plötzlich der unförmige Hügel auf der anderen Bettseite, den man bis jetzt für die Bügelwäsche gehalten hatte, und seufzt. Da man sich mittlerweile wieder einigermaßen sicher ist, dass Bügelwäsche nicht seufzen kann, und der Hügel für einen gehäuteten Hamster zu groß ist, wird einem schlagartig bewusst,
dass man nicht alleine ist. So you're back from out of space. You just jumped in to find me here without that look upon your face. I should have changed that stupid look. I should have made you leave your key. But I know for just one second you'd be back to bother me. In einer möglichst natürlichen Schlafbewegung ertastet man den eigenen Bekleidungszustand und die klebrige Nacktheit lässt nur zwei Schlüsse zu. Entweder, was unwahrscheinlich ist, ist man frisch einem riesigen Ei entschlüpft, oder, was wesentlich wahrscheinlicher ist, man wurde frisch gevögelt. Ja, Sie haben es gerade schon gesagt, jetzt kommt das, was ihr alle gewartet habt, nämlich die Pause. Aber wir haben noch einen kleinen Hinweis, denn wie bereits im vergangenen Jahr haben wir tolle Unterstützung, nicht nur von Bommi, sondern auch von KLM, von unserem Reisepartner, der uns, beziehungsweise nicht uns, sondern zwei Personen aus dem Publikum auf die Karibikinsel Aruba schickt. Eine Flugreise in die Karibik. Ja, für zwei Personen. Womi, das wäre was für uns, oder? Ja, aber wen nehme ich mit? Ja, gut, das war mir klar. Wie immer charmant, aber... Nein, du bist ja schon vergeben. Da muss ich mich doch nicht reinzwängen. Gehen wir zu dritt.